Danke, Lukas, für deine Einführung, geschätzte Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu meiner Präsentation Umsetzung Bundesbeschluss Velo auf kantonaler Ebene am Beispiel des Kantons Uri. Ich bin seit 2012 beim Amt für Raumentwicklung als Leiter der Wanderweg- und Bikefachstelle tätig. Mit den folgenden Themen möchte ich Ihnen die Umsetzung Bundesbeschluss Velo auf kantonaler Ebene am Beispiel vom Kanton Uri vorstellen. Allgemeines zum Mountainbiken im Kanton Uri. Geschichte und die lokale Bikeszene. Als Bergkanton ist das Mountainbiken im Kanton Uri seit den Anfängen gut verankert. Dies zeigt sich aufgrund der Tätigkeiten diverser Vereine wie die IG Radsport Uri, die Urbikers, welche auch international bekannte Athletinnen und Athleten wie zum Beispiel Linda und Reto Indergand förderten und zur Weltspitze heranführten. Ebenfalls viele Urnerinnen und Urner betreiben das Mountainbiken als Freizeitbeschäftigung. Die Organisation im Kanton Uri. Mit der Annahme des kantonalen Fuß- und Wanderweggesetzes im Jahre 1998 wurde die kantonale Wanderwegfachstelle mit einem Pensum von 60 Stellenprozenten geschaffen. Durch einen Vorstoß im Landrat, dem Urner Kantonsparlament, wurde 2005 der Regierungsrat beauftragt, die Errichtung einer Bikefachstelle für die Beratung und Koordination der Interessen für Wanderer und Biker zu prüfen. Daraufhin wurde vom Amt für Raumentwicklung ein Bericht mit einem Bike-Routenkonzept erarbeitet, welches anschließend durch den Regierungsrat und den Landrat verabschiedet wurde. Als Folge dieses Berichtes wurde schließlich im 2008 mit einer Aufstockung von 40 Stellenprozenten die heutige Wanderweg- und Bikefachstelle in einem Vollzeitpensum geschaffen. Angebote Velo und Mountainbike. Mit der Eröffnung von Schweiz Mobil im Jahre 2008 führten vier nationale Velolandrouten je eine nationale und regionale Bike-Route durch den Kanton Uri. Auf der Grundlage des erarbeiteten Bike-Routenkonzeptes wurden im Zeitraum von 2009 bis 2011 in Zusammenarbeit mit Schweiz Mobil und der IG Bike Uri 16 lokale Bike-Routen im Gelände signalisiert. Im gleichen Zeit realisierte der Verein Urbikers eine Downhill-Strecke von Halbi nach Schattdorf. Vor 2 Jahren baute die IG Radsport Uri in Sillingen einen Übungstrail für das Training der Nachwuchsbiker. Somit hat der Kanton Uri bereits heute ein signalisiertes Bike-Routennetz von rund 375 Kilometern anzubieten. Wie kam es zum neuen Gesetz? Die Rollen der Gemeinden, Korporationen, das ist bei uns die großen Grundeigentümer und der Tourismusorganisationen. Durch die lokalen Schweiz Mobilrouten wurde eine stetige Steigerung der Frequenzen auf den Bike-Routen festgestellt, welche durch das E-Bike beschleunigt wurden. Weiter stellte sich mit der Entstehung des Tourismusresorts in Andermatt die Frage, wie und welche touristischen Angebote entwickelt und geschaffen werden können. Zwischen 2013 und 2016 wurde im Urserental über die Gemeinden Andermatt, Hospental und Rialb ein regionaler Masterplan auf Initiative der Andermatt Urserental Tourismus und der kantonalen Wanderweg- und Bikefachstelle erarbeitet. Weiter entstand in einigen Gemeinden das Bedürfnis, zusätzliche Bike-Angebote oder Downhill-Strecken zu realisieren. Diese Entwicklung erhöhte zwangsläufig den Druck auf die Grundeigentümer, Jagd, Forst, Land und Altwirtschaft, welche mit den zunehmenden Frequenzen durch die Biker konfrontiert wurden. Das Kantonale Amt für Forst und Jagd forderte daraufhin ein Konzept über das ganze Kantonsgebiet, welche die möglichen Bikewege, Downhill-Strecken aufzeigten. Dies war eine klare Forderung, um weitere Bewilligungen für Einzelprojekte in Aussicht zu stellen. Zunehmend stand auch die Frage der Zuständigkeiten für die Anlage, den Unterhalt und die Finanzierung der Bikewege von Seiten der Gemeinden im Raum. Aufgrund diverser Anfragen im Landrat, im Kantonsparlament und den Gemeinden ist der Druck auf die Regierung
eine gesetzliche Regelung für das Biken zu schaffen, stetig angestiegen. Im Juni 2018 fasste der Regierungsrat den folgenden Beschluss. Der Regierungsrat kann sich mit der Erarbeitung einer rechtlichen Grundlage für das Biken im Kanton Uri einverstanden erklären. Dazu soll das kantonale Fuß- und Wanderweggesetz mit den entsprechenden Bestimmungen ergänzt werden. Der Regierungsrat beauftragt die Justizdirektion in Zusammenarbeit mit der Baudirektion unter Einbezug der kantonalen Fachstellen, Gemeinden, Kooperationen, Tourismusorganisationen und Interessengruppen einen entsprechenden Gesetzesentwurf zu erarbeiten. Die Justizdirektion wird beauftragt, für den Kanton Uri ein Bike-Gesamtkonzept unter Einbezug der Gemeinden sowie aller involvierten Fachstellen und Organisationen zu erarbeiten. Vom Beschluss des Regierungsrates bis zur kantonalen Volksabstimmung. In einer Arbeitsgruppe mit Vertretern aus dem Rechtsdienst, der Baudirektion und dem Amt für Raumentwicklung wurde die Vorlage für die Revision des kantonalen Fuß- und Wanderweggesetzes erarbeitet. Anlässlich einer Infoveranstaltung wurde im Oktober 2018 die Gesetzesrevision den Gemeinden, Kooperationen und Tourismusorganisationen, den politischen Parteien vorgestellt und anschließend einer ersten Vernehmlassung unterzogen. Bereits im Februar 2019 verabschiedete der Regierungsrat die Revision des kantonalen Fuß- und Wanderweggesetzes für die offizielle Vernehmlassung mit einer Mitwirkungsfrist von 3 Monaten. Nach Bereinigung der Eingaben wurde im Juli 2019 der Bericht und Antrag zur Änderung des kantonalen Fuß- und Wanderweggesetzes zuhanden des Landrates verabschiedet. In der September-Session des Landrates wurde die Vorlage in einer ersten Lesung beraten und unterzogen. Insbesondere über die Finanzierung, Konflikte mit Wanderern, Forst, Alpwirtschaft wurde heftig debattiert. Nach der Abwendung eines Rückweisungsantrags wurde schließlich die Vorlage mit 58 zu einer Stimme mit Änderungsanträgen für eine zweite Lesung verabschiedet. Eine weitere Beratung erfolgte in der Oktober-Session. In der Schlussabstimmung wurde die Vorlage einstimmig für die Volksabstimmung durch den Landrat verabschiedet. Am 27. September 2020 wurde die Gesetzesänderung mit einem erfreulichen und deutlichen Resultat von 68,53% von den Urnerinnen und Urnern angenommen. Das Gesetz wurde inzwischen vom Regierungsrat auf den 1. Januar 2021 in Kraft gesetzt. Was regelt das Gesetz? Das Gesetz wurde in 7 Kapitel gegliedert, welche 4 davon auf der Folie ersichtlich sind. Die allgemeinen Bestimmungen. Unter dem Kapitel Allgemeine Bestimmungen wurden Zweck und Geltungsbereich die Begriffe des Fuß-, Wander- und Bikewegs festgelegt. Das Gesetz regelt die Planung, die Anlage, die Erhaltung zusammenhängender Fuß-, Wander- und Bikewegnetze im Interesse der Bevölkerung und des Tourismus. Die Interessen der Land-, Alp- und Forstwirtschaft sind einzubeziehen. Der letzte Satz wurde insbesondere auf die Interventionen der Kooperationen, des Bauernverbandes und der Forstwirtschaft in das Gesetz aufgenommen. Unter Artikel 3 wurde der Begriff Bikeweg wie folgt definiert. Bikewege sind für das Biken geeignete Verbindungen, die in der Regel außerhalb des Siedlungsgebietes liegen und vorwiegend der Freizeitaktivität und dem Tourismus dienen. Für Bikewege, die auf öffentlichen Straßen und Radwegen verlaufen, gilt das Straßengesetz. Hauptbikewege erschließen bzw. verbinden größere Gebiete, die durch ihre besondere Bedeutung und natürliche Schönheit und touristische Attraktivität auszeichnen. Alle übrigen Bikewege werden im Kanton Uri als Nebenbikewege bezeichnet. Auf die Unterscheidung der Haupt- und Nebenbikewege komme ich gerne später noch zu sprechen. Die Planung. In der Planung werden in weiteren 4 Kapiteln die Zuständigkeit, Grundsätze für die Planung, Koordination, Rechtswirkung und Änderung geregelt.
Die kantonale Fachstelle erstellt einen Plan über das Bikewegnetz. Das Nebenbikewegnetz hat mit dem Einverständnis der Gemeinden zu erfolgen. Die betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sowie interessierten Organisationen und Bundesstellen sind an der Planung zu beteiligen. Als einer der Grundsätze für die Planung gilt, dass die freie Befahrbarkeit der Bikewege sicherzustellen ist. Die Fuß-, Wander- und Bikewegpläne werden durch den Regierungsrat genehmigt und sind behördenverbindlich. Anlage, Unterhalt und Kennzeichnung. In diesem Kapitel wird die Zuständigkeit, das Verfahren, Grundsätze für die Anlage, Unterhalt und Kennzeichnung sowie der Ersatz geregelt. Im Kanton Uri unterscheiden wir zwischen Haupt- und Nebenwanderwege oder Haupt- und Nebenbikewegen. Für die Hauptwanderwege und Bikewege ist der Kanton Uri zuständig, für die Nebenwanderwege und Bikewege die Gemeinden, auf deren Gebiet sie liegen. Als Grundsätze für die Anlagen Unterhalt sollen Wander- und Bikewege möglichst frei und gefahrlos begangen und befahren werden können. Grundsätzlich stehen Wanderwege für das Biken und Bikewege für das Wandern zur Verfügung. Bei den übergeordneten Schutz- oder Nutzungsinteressen kann die Mitbenutzung von Wanderwegen für das Biken bzw. die Mitbenutzung von Bikewegen für das Wandern eingeschränkt oder verboten werden. Die verschiedenen Nutzerinnen und Nutzer nehmen aufeinander Rücksicht, sofern notwendig sind, Wander- und Bikewege getrennt zu führen. Im Artikel 12 wurde der Ersatz wie folgt geregelt. Müssen Fuß-, Wander- oder Bikewege, die in genehmigten Plänen enthalten sind, ganz oder teilweise aufgehoben werden, so hat die verursachende Person unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse für angemessenen Realersatz zu sorgen. Über die Finanzordnung. Jedes Gemeinwesen übernimmt die Kosten für die Planung, für die es zuständig ist. Der Kanton übernimmt die Kosten der Anlage, des Unterhalts und der Kennzeichnung der Hauptwander- und Hauptbikewege, die Einwohnergemeinde, jene der Nebenwanderwege und Nebenbikewege, die auf ihrem Gemeindegebiet liegen. Im Rahmen der bewilligten Kredite leistet der Kanton den Einwohnergemeinden für die Anlage, Unterhalt und Kennzeichnung von Nebenwanderwegen und Nebenbikewegen Beiträge bis zu 40% der anrechenbaren Kosten. Unter dem Kapitel 6 Organisation ist im Artikel 17 festgelegt, dass der Regierungsrat eine kantonale Fachstelle zu bezeichnen hat. Dies sind die wichtigsten Ausführungen zum kantonalen Fuß- und Wanderweggesetz, welches mit dem Thema Biken ergänzt wurde. Wo gab es Schwierigkeiten und Situationen oder Herausforderungen mit der Erarbeitung des Gesetzes? Die Land-, Alp- und Forstwirtschaft. Die Land-, Alp- und Forstwirtschaft hegte von Anfang an große Bedenken, dass die gesetzlichen Grundlagen nur auf die Tourismus- und Freizeitinteressen ausgerichtet sind. Nach ihrer Auffassung müssen die Interessen der Land-, Alp- und Forstwirtschaft im Gesetz verankert werden. Dieser Aufforderung sind wir am Kapitel 1 Allgemeine Bestimmung unter dem Zweck und Geltungsbereich wie folgt nachgekommen. Die Interessen der Land-, Alp- und Forstwirtschaft sind einzubeziehen. Das hört sich zwar simpel und einfach an, war jedoch eine große Diskussion und Herausforderung, welche sich bei der Erarbeitung des Gesetzes für uns stellte. Zu den Haftungsfragen. Ein Teil der Gemeinden, aber insbesondere die beiden Korporationen als Grundeigentümer der meisten Alpen und des Waldes im Kanton Uri sowie der Bauernverband meldete bereits in der Vernehmlassungsphase ihre Bedenken bezüglich der verschiedenen Haftungsfragen an. Ebenfalls wurde das Thema Haftung im Landrat kontrovers diskutiert. Die Fragen bezogen sich insbesondere auf die Werkeigentümerhaftung, die Grundeigentümerhaftung sowie der Tierhalterhaftpflicht. Aufgrund der Diskussionen und Bedenken haben wir mit dem Rechtsdienst ein einfaches Faktenblatt mit Haftungsfragen auf Mountainbike-Routen erstellt.
An je einer Sitzung mit der Kooperation und dem Bauernverband sowie der landrätlichen Justizkommission wurden die Haftungsfragen diskutiert und erläutert. Mit diesen beiden Sitzungen und dem Faktenblatt konnten wir nicht alle, aber die größten Bedenken bezüglich der Haftung rund um das Thema Mountainbiken klären oder zumindest etwas entschärfen. Einbezug der privaten Grundeigentümer. Bei der Signalisation der lokalen Schweiz-Mobilroute wurde den Projektverantwortlichen vorgeworfen, die Grundeigentümer, insbesondere die privaten Grundeigentümer, unzureichend informiert zu haben. Dadurch mussten wir bereits in der Vernehmlassungsphase zur Gesetzesvorlage aufzeigen, wie und in welcher Phase die Grundeigentümer in der Mitwirkung mit einbezogen werden. Weiter legt das Gesetz unter Kapitel 3.2 Planung fest, dass die betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sowie interessierte Organisationen und Bundesstellen an der Planung zu beteiligen sind. Es gäbe natürlich noch mehrere Themen, wie zum Beispiel die Koexistenz, welche während der Erarbeitung der gesetzlichen Grundlage thematisiert und diskutiert wurde. Grundsätzlich erscheint es mir wichtig, dass die involvierten Organisationen frühzeitig und informiert und mit einbezogen werden, nach dem Motto, besser eine Besprechung oder Information zu viel als zu wenig. Das weitere Vorgehen bei der Entwicklung respektive Umsetzung des Gesetzes. Erarbeitung und Entwicklung des Bikewegplans. Der Bikewegplan definiert analog dem Fuß- und Wanderwegplan das offizielle Bikewegnetz, welches durch den Kanton und die Gemeinden zu unterhalten ist. Der Ablauf für die Entwicklung des Bikewegplans ist mit einer Frist von ca. 2 Jahren wie folgt vorgesehen. Festlegen des Bikewegnetzes mit den Haupt- und Nebenbikewegen, welches mit den verschiedenen Interessengruppen erarbeitet wird. Vernehmlassung des Entwurfs bei den Gemeinden, den kantonalen Fachstellen und den interessierten Organisationen. Mitwirkung der Grundeigentümer nach Bereinigung mit den Gemeinden. Öffentliches Mitwirkungsverfahren und Planauflage mit einer Frist von ca. 3 Monaten. Nach Bereinigung der Eingaben wird der Bikewegplan durch Regierungsrat genehmigt und in Kraft gesetzt. Bei der Entwicklung des Bikewegplans sind wir wirklich in der Anfangsphase. Ich freue mich auf die Umsetzung und bin allgemein gespannt, wie sich der Biketourismus künftig im Kanton Uri entwickeln wird. Soweit zu meinen Ausführungen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich gebe das Wort zurück an Lukas.